Hallo und herzlich willkommen bei meinem neuen Let's Play. Heute geht's um das Spiel Assassin's Creed, der erste Teil von so vielen. Und wer mich schon etwas länger kennt, der weiß, damals hatte ich schon mal ein Assassin's Creed Let's Play, musste es aber leider löschen, da es einige Probleme mit Ubisoft gab. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach komplett neu an. Ich garantiere, dass dieses Let's Play zu Ende geführt werden kann und dass die Probleme von damals nicht wieder entstehen. Wir machen jetzt einfach ein neues Profil, habe ich jetzt mal kurz gemacht, und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Also, viel Spaß. Ich denke mal, Assassin's Creed, die Story und generell, das kennen eh die meisten von euch. Also besonders den ersten Teil, weil er so alt ist. Aber ich halte jetzt erstmal die Klappe im Intro bzw. Prolog. So, das sind wir als Assassine. Und ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und alle Zeit. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach innen war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel los. Und wer erkennt, ist mehr. Mehr das Leben. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Versuchen Sie sich zu entspannen. Wir entspannen uns doch. Ich stabilisiere ihn. Also, wir versuchen es jedenfalls. Konzentrieren Sie sich auf meine Stimme. Erkennen Sie, dass nichts, was Sie sehen, real ist. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Verdammt, es klappt nicht. Einen Moment, Mister. Er passt sich an. Das erste Mal ist nie leicht. Es geht schief. Das reicht, Miss Dirne. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Okay, Miss. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. So. Und jetzt wird uns gesagt, wer wir überhaupt sind. Alles okay? Das sind wir. Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne sie noch nicht einmal. Warum tun sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja. Das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Das hat mich eben übrigens sehr an Saw erinnert. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt,
sondern auch die seiner Vorfahren. Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung, Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen. Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Ja, das war die kleine, aber feine Einführung, soweit. Wir sind Desmond Miles, Barkeeper, / Assassine. Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Gut. Leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. So, dann, oha. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung. Dann schauen wir mal, ob wir hier durchkommen. Ich denke mal schon. Oh, oh. Ja, wir sind ein guter Assassine. Das Tutorial brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Also ich nicht. Gut gemacht. Aber ich zeig's mal trotzdem. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel. Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-up-Display den Kontext der Puppenspielereingaben verändert. Bitte was? Okay, Moment. Jetzt müsste ich mal kurz wissen, welche Taste Taste 1 ist. Also ich... Excellent. Ah, ich hab's rausgefunden. So. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. So, dann komm mal her, Kollege. Bam. Gut. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen.
Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Okay, komm. 3, 2, 1. Oh, 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 oh. Warum bin ich so langsam? Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät angefangen zu sprinten. Macht nichts, macht nichts. So, go, go. Oh. Ups. Yeah, wir sind gar nicht gesprintet. Egal, jetzt, 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 jetzt haben wir es. Wir haben ihm nur eine Chance gelassen. So, Freund, geh weg, hau ab, hau ab. So. Gut gemacht. Easy. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. So, dann markieren wir ihn mal. Verborgene Klinge. So. Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Und adios. Ich war das nicht. Der lag da schon so, als ich gekommen bin. Nicht? Nun gut. Wo hast du dich verkrochen? Also die Soldaten von heute kann man eigentlich richtig knicken, sag ich mal. Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Provozieren Sie den Soldaten. So, dann provozieren wir den Kollegen doch mal. Ey, Ein Assassine! Beachten Sie, dass sich Ihr Status auf entdeckt verändert hat. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. So, jetzt rennen wir am besten mal ganz schnell davon. So, so. Ich weiß, dass du dich Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. So. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Das wird doch zu nichts. Gut gemacht. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Hallo Brüder, Genossen, Gelehrte. Oha. Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. So, dann mal los. Wir sind ein sehr gelehrter älterer Mann. So, hier, die Soldaten tun uns dann natürlich nichts. Sehr schön. Und da ist die Markierung. So. Gut. So taucht man unter. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Oh, das ist ja meine Lieblingsfähigkeit, sag ich mal. Die aktivieren wir jetzt mal. So. Gut gemacht. Das schöne Adlerauge. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen folgen.
Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Wir werden das Credo natürlich Sie haben das Tutorial so sehr und so gut befolgen, wie es geht. Der Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. So, das war's mit dem Tutorial. Endlich mal. Das war ziemlich langweilig, tut mir leid. Also da ist nicht sehr viel passiert. Es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Ah. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt. Nur, dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. So, und hier erstmal ein kleiner Break. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder hier. Bei Assassin's Creed, das Artefakt aus Salomons Tempel holen, ist unser Auftrag. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, tschö, tschö.